Hallöchen! Herzlich willkommen in Olympias Friseurstudio, nenne ich jetzt mal so. Was meinst du, Locke? Ja, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe eine kleine Babypause eingelegt. Unsere Familie ist gewachsen. Der kleine David Noel ist hinzugekommen und es war eine sehr aufregende Zeit. Und zwischenzeitlich habe ich auch meine Haare geschnitten. Warum, wieso und weshalb, seht ihr in einem anderen Videoblog. Heute melde ich mich aus einem anderen Grund, denn ich habe zwei Probleme. Zum einen habe ich die Gerätesucht. Geräte, sprich, wenn ich irgendwas im Fernsehen sehe oder im Katalog, irgendwelche technisches Schnickschnack, ganz neue Sachen, da stehe ich total drauf. Und ich muss mich da echt zurückhalten. Mein Mann behauptet, ich sei gerätesüchtig. Hat er ja nicht ganz unrecht. Und zum anderen, ich stehe total darauf, Haare zu schneiden. Ich kann es nicht, habe es auch nicht gelernt, aber ich mache es einfach trotzdem. Darunter leidet auch mein Umfeld, zum Beispiel mein Hund Locke. Mein Mann muss manchmal dran glauben, mittlerweile auch mein Sohn. Früher in der Schule war es die Klassenkameradin, der ich immer die Haare geschnitten habe zum Beispiel. Ja, und es kribbelt auch in meinen Fingern, denn ich würde mir auch gern mal die Haare schneiden. Und jetzt kommt's, die Kombination aus Gerätesucht und selber Haare schneiden, das führt zu... Lowby, das Haarschneidesystem aus den 80ern. Ja, ich habe es gewagt, ich habe es gekauft und heute werde ich es an mir selber ausprobieren. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis, da stieß ich nicht sonderlich auf Verständnis, eher Spott und Hohn. Aber es gab auch ein paar freiwillige Freunde, die sich dazu bereit erklärt haben, sich von mir die Haare schneiden und saugen zu lassen. Denn dieses Gerät schneidet und saugt in einem die Haare ab. Ja, kennt ihr vielleicht noch von Teleshopping 80er Jahre? Ich möchte mir eine moderne Frisur verpassen. Das habe ich zumindest vor. Dazu habe ich mir schon die Haare abgeteilt. Ich bitte alle gelernten Friseurmeisterinnen und Meister, sofort abzuschalten, umzuschalten, nicht wieder zurückzuschalten. Und dem Rest wünsche ich viel Spaß. Nimmt's mit Humor. Haare sind totes Gewebe, wächst wieder. Und solltet ihr mich jemals auf der Straße treffen mit meiner Flowbee-Frisur, schaut einfach weg. Viel Spaß! Ja, David ruft. Mama muss weg. Kommst du mit? Geh mal. Ladies and Gentlemen, und hier ist die Umverpackung meines Flowbees. So wird das Ganze angeliefert und im Karton befinden sich diese Teile. Ich gehe das mal ganz schnell durch, beginne mit Garantieschein, Bedienungsanleitung in verschiedene Sprachen, unter anderem auch auf Deutsch, Netzteil, Adapterstück, um diesen Schlauch an den Staubsauger zu befestigen, sofern der Aufsatz nicht passt. Am Ende dieses Schlauches befindet sich das Sägewerk oder auch die Schneidevorrichtung. Hier macht man das Ganze an und aus. Hier befinden sich die Klingen, die man nach jedem Gebrauch reinigen und ölen sollte. Und auf diese Schneidevorrichtung setzt man die gewünschten Adapter. Da werden einige geliefert. Im Lieferumfang sind 2, 4, 6, 8, 9, 9 so verschiedene Adapter, um schöne moderne Frisuren zu sägen, schneidern, wie sagt man da, rasieren. Die Bedienungsanleitung ist relativ übersichtlich. Da wird genauestens erklärt, wie man vorgehen soll, dass man langsam vorgehen soll, nicht viele Haare auf einmal schneiden soll. Und ganz toll, hier zum Beispiel hochmoderne Frisuren werden mit ganz tolle aktuelle Bilder vorgestellt. Schöne Frisur hier. Da wird auch genauestens erklärt, welche Distanzstücke man zum Beispiel für so einen Don Johnson 80er Jahre Haarschnitt benötigt. Sehr schön. Und das wäre jetzt zum Beispiel die Lady Di Version.
wie man sieht, wirklich brandaktuelle Frisur. Jetzt habe ich meinen Staubsauger ausgepackt. Das ist der Schlauch des Staubsaugers. Hier endet es. Hieran befestige ich jetzt den Adapter. Das mache ich kurz. Zufälligerweise passt das so einigermaßen. So. Dann am anderen Ende des Schlauches habe ich diesen Gummischlauch drüber gezogen und so eingerollt. Und jetzt stecke ich die zwei ineinander und schiebe auch den Gummischlauch etwas drüber, dass es dicht wird. Irgendwie so. Muss mal schauen, ob es funktioniert. Also man muss dabei darauf achten, dass man immer an der längsten Seite beginnt. In dem Fall ist es hier oben am Oberkopf. Das sind jetzt noch die ungeschnittenen Haare. Die anderen, die ich nicht schneiden möchte, die habe ich mal abgeteilt und befestigt, dass sie nicht mit angezogen werden. Hoffe ich zumindest. Da muss ich immer was festmachen. Dass die auf keinen Fall mit hochfliegen. So, und dann heißt es Maß nehmen. Das sind jetzt relativ lang hier. Ich habe jetzt mal schon was zusammengesteckt. Und wenn ich das davor halte, sieht ein bisschen mehr als ein Zentimeter aus. Das heißt, ich nehme nochmal ein Zwischenstück. Ich nehme ein kleines. Das wäre das hier. Kürzer kann man es immer noch schneiden, aber ich fange jetzt erstmal so an. Also gut. Probieren wir es nochmal. Und ich habe jetzt so ein schiefes genommen, weil ich will die Haare so schneiden, also dass sie nach hinten ein bisschen länger sind. Ich weiß zwar nicht, was es ergeben soll, aber so habe ich es mir in meinem Kopf vorgestellt. So, schauen wir mal. Ja, also mehr darf es nicht sein. Und ich rasiere es natürlich nicht so, sondern so, genau. So, das heißt dann nachher, dass ich hier vorne diese Kürze nehme. Ich hoffe, es ist verständlich, was ich meine. Jetzt probieren wir es mal. Ich stecke jetzt stecke das da rein. Lang. Okay. Ich muss bloß kurz überlegen, welche Richtung. Das ist. Ja, so. Okay, so würde ich es dann machen. Genau. Vielleicht sieht man es auch ganz gut. Nach hinten länger. Und das mache ich dann so. Das ist der Part. Ich probiere es jetzt einfach mal und hoffe, dass mein Baby auch nicht aufwacht. Schere, mit der man das ein bisschen auspflanzen kann. Die werde ich dann natürlich auch hierfür verwenden. Aber der hintere Part sieht schon mal nicht schlecht aus. So, was ich jetzt mache, ich entferne, wie ich gerade noch überhaupt öffne. So, ich kann weitermachen. Ich wollte euch gerade erklären, ich habe es jetzt so eingestellt, dass es ja hinten ein bisschen kürzer ist. Und nach hinten länger und nach vorne kürzer wird. Jetzt muss ich natürlich die kürzeste Stelle nehmen. Und genau diese Länge will ich jetzt haben. Ich hatte ja vorhin ein großes Zwischenstück, das schiefe Zwischenstück und noch ein kleines.
So war das vorhin. Und jetzt habe ich das entfernt und im Grunde genommen das große und ein gerades. Und da fahre ich jetzt im vorderen Bereich vor, dass es gleich bleibt. Das muss dann gerade sein vorne. So stelle ich mir das jetzt mal vor. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Einfach gerade. Ich habe da jetzt eigentlich gar keine Bauchschmerzen, komischerweise. Jetzt nehme ich mal die ganze Klammern weg und schaue mir erstmal an, wie das aussieht, wenn ich das jetzt nass mache und so nach vorne kämme. Wahrscheinlich sind da harte Übergänge. Also so eine Krokodilfrisur ist natürlich optimal dafür. Ja, man sieht schon so ein bisschen an den Seiten, die sich jetzt abnehmen. Das ist zu extrem. Aber eigentlich genau so, wie ich es wollte, zumindest oben rum. Muss ich es mir mal von hinten anschauen. Ja. Also, ich sehe es schon. Ich muss noch ein bisschen was abnehmen. Perfekt. Im Grunde genommen gefällt es mir schon ziemlich gut. Vorher hatte ich diesen Adapter und mit dem unteren. Und das ist die vordere Länge. Jetzt geht es zur Seite. Und da habe ich mich jetzt entschieden, etwas kleiner zu werden an den Seiten. Ich will nicht, dass es so flauschig wird, sondern ich mag es mehr so wie hier, nicht so wie hier. Ja, dazu muss ich es ein bisschen kürzer halten. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen und Angst, dass es zu viel wird. Jetzt überlege ich mir, ob ich nicht nochmal eins draufpacke, dass es dann so wird. Ja, ich glaube, das ist besser. Okay. So. Und dann mache ich jetzt den hier. Der Seite, dass es einen schönen Übergang gibt. Ich muss mich beeilen, gleich kommt mein Mann und ich will fertig werden, bis er kommt. Was ich jetzt noch brauche, ist auf jeden Fall danach hier noch ein Ticken kürzer. Und deshalb nehme ich jetzt diesen kleinen ab. Oder? Nee, das ist zu lang. Nee, ich nehme den großen ab und mache den ganz kleinen ran. Also was nicht so handlich ist, sind diese kleinen Adapter, die stecken ein bisschen immer noch fest. So, ich nehme jetzt mal den ganz kleinen. Oh, jetzt wird es aber mutig, Frau Kasa. Upsala. So. Upsala. Ich will auf keinen Fall mehr diesen Lady Diana-Effekt. Deshalb nehme ich an den Seiten keine so schiefe Adapter. Wunderbar. Jetzt habe ich den ganz kleinen hier. Also nicht ganz klein, aber so einigermaßen. Aber eigentlich bin ich schon sehr nah dran an dem, was ich will.
Das geht ja schön. So, jetzt style ich es mal und schaue es mir dann nochmal in Ruhe an, ob da noch irgendwas zu korrigieren ist. Also mir persönlich gefällt es sehr gut, selbst mit diesen harten Kanten. Könnte auch eine Frisur von Tony and Guy oder so ähnlich sein. Ja, mir gefällt es. So. Ich tue es jetzt noch ein bisschen frisieren und dann dürft ihr es gleich nochmal begutachten. Fertig und zufrieden. Ja, da braucht auch mein Ehemann im Hintergrund nicht schnaufen. Ich zeige es euch mal von hinten. Wenn man jetzt noch jemand hätte, der einem das schön sauber ausrasiert, das wäre natürlich super. Und auch hier am Ohr, aber das traue ich mir selber nicht zu. Das kann man eigentlich mit so einem Zoom machen, aber da habe ich Angst. Das mache ich dann mal. Wenn ich mehr Zeit habe, mit der Schere schneide ich mir kurz die Ohren aus. Aber wir müssen jetzt zum Fußballspiel schauen, denn heute Abend spielt Deutschland gegen Portugal. Okay? Ciao! Ich zeige euch jetzt nochmal die Frisur. Ignoriert einfach die Nebengeräusche. Ich habe es jetzt ein bisschen so nach oben frisiert. Man kann es aber auch ganz nach vorne frisieren. Ganz, ganz scheitellos. Okay.